Das Wicked of Horrors 2013 naht in Riesenschritten. Morgen geht's los, meine Kollegen von DVDforum.at sind bereits im Hotel angekommen und ab morgen dann für euch da. Ich kann leider morgen noch nicht auf dem Event sein, ich komme dann erst Freitagabend nach und bin Samstag und Sonntag mit dabei. Wir haben für das Weekend of Horrors eine Menge vor, wir wollen die zweite Ausgabe des DVD-Forum.at Newsroom mit einem großen Weekend of Horrors Special ausstatten, wir wollen natürlich große Stargast-Interviews und vieles, vieles mehr dort machen, exklusive Gewinnspiele wird es auf unserem Infostand geben, aber am meisten freuen wir uns dort auf euch. Wir wollen gerne unsere Leser, unsere User persönlich kennenlernen, also solltet ihr auf dem Weekend of Horrors sein, würden wir uns sehr, sehr freuen, wenn ihr bei uns vorbeischaut. Nachdem ich jetzt schon weiß, dass ich wahrscheinlich Samstag und Sonntag ziemlich viel unterwegs sein werde für Interviews, habe ich eine Kleinigkeit vorbereitet, nur damit mich keiner falsch versteht. Mein Drucker funktioniert nicht und deswegen zeige ich euch das so. Sollte ich aus irgendeinem Grund nicht persönlich am Stand anwesend sein, habe ich hoffentlich einen Drucker gefunden und diesen Zettel dort liegen, dass solltet ihr mich irgendwas fragen wollen und solltet ihr irgendwas mit mir besprechen wollen, ihr mir das zumindest notieren könnt, damit ich dann diese Fragen, Themen und so weiter möglicherweise in der nächsten Ausgabe von Playzocker Q&A beantworten kann. Mein großer Wunsch wäre es allerdings natürlich auf jeden Fall, persönlich vor Ort zu sein, zumindest bei den Gewinnspielen und um die Gewinnspiele herum bin ich definitiv am Stand und sonst werde ich mich bemühen, so viel Zeit wie möglich anwesend zu sein und so viel Zeit wie möglich für euch zu haben. Ich freue mich wirklich riesig auf das Weekend of Horrors. Ich weiß, letztes Jahr war, muss ich zugeben, eines meiner coolsten Erlebnisse ever. Und ich denke mir, das heurige Jahr kann da noch einiges toppen. In dem Sinne, see you at the Weekend of Horrors.